Mein Name ist Sarah Hanack und wir kommen aus der PTS Schwanenstadt. Wir haben ein Projekt gehabt zum Thema Migration und neben mir sitzen die zwei Models vom Fotoprojekt, die Anna Kölblinger und die Jennifer Klamokannen. Wie ist es euch gegangen bei dem Projekt? Es war voll interessant, weil ich habe zum Beispiel noch nie ein Kopftuch aufgehabt. Mir hat es auch relativ gut gefallen. Wie habt ihr euch gefühlt unter dem Kopftuch und unter dem Sari? Ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt, ja. So extrem ungewohnt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir unangenehm oder irgendwas war und im Sari war es auch viel gemütlich, weil es so frei war. Was mir die anderen damit sagen wollen, meine Schwester ist arg zutätowiert und die Leute auf der Straße schauen es einfach so arg an, so wie dass sie eine asoziale Person ist oder sonst irgendwas und dabei ist meine Schwester die liebste Person, die ich kenne. Das stört mich einfach, warum die Leute einfach so arge Vorteile gegenüber anderen Sitten haben, andere Rassen, gegen Leute mit Kopftüchern oder sonst irgendwas. Ich finde das einfach eine totale Frechheit und ich möchte einfach, dass die Leute das ein wenig spüren und wissen, dass das auch trotzdem nette Menschen sind und dass die nicht anders sind wie wir da. Also, wie es dann geheißen hat, ob wir das Projekt machen, habe ich gleich ja gesagt und habe gleich gesagt, ich bin da voll dabei, weil ich finde, das ist voll das super Thema und das gehört einfach einmal gezeigt. Ich hoffe, dass wir die Leute, die einfach ausländerfeindlich sind oder rassistisch, die Augen öffnen. Wir sind Rassemensch.